Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum 15. Deutschen Redewettbewerb für Studierende in Japan möchten wir Sie alle im Namen der Fremdsprachenhochschule Kyoto ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Chinatsu Ueda. Ich werde Sie durch das Programm führen. Es ist Minato Hayashi und Thema ist, weil es hier das Goethe-Institut gibt. Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Minato Hayashi und ich studiere Poesie in Tokio. Diesen Sommer war ich zum ersten Mal in Deutschland. Zwei Wochen war ich zu Gast bei einer Bäckereifamilie in Schwäbisch Hall. So wurde ich durch die Worte des Bäckermeisters gewahr, wie Fremdsprachenlernen nicht nur Sprachfähigkeiten und interkulturelle Begegnungen fordert, aber auch ein Potenzial hat, die Atmosphäre einer Kleinstadt zu verbessern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes spricht Marina Yamagiwa zum Thema Die multikulturelle Gesellschaft in Bezug zu Religion und Eskultur. Bitte. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich heiße Marina Yamagiwa. Ich möchte heute über die multikulturelle Gesellschaft in Japan sprechen. In diesem Jahr wurde entschieden, dass die Olympischen Spiele 2020 in Tokio stattfinden. Ich hoffe, dass wir die japanische Kultur bewahren und gleichzeitig viele andere Kulturen verstehen und bei uns integrieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun kommt Misaki Mori. Praktikum im Zoohalle, bitte. Guten Tag, ich heiße Misaki Mori. Von letzten September bis zum August in diesem Jahr habe ich für ein Jahr an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg studiert. Das Praktikum hat nur zwei Wochen gedauert, aber ich möchte mich von jetzt an mehr für den Umweltschutz engagieren. Ich möchte mich noch einmal herzlich bei dem Zoo von Halle bedanken. Vielen Dank. Jetzt haben wir Sotaro Suzuki und sein Thema ist, warum lachen wir? Bitte. Okay. Also, warum lachen wir? Wir lachen über lustige Gesichter, lustige Situationen und Witze, aber auch, weil wir einfach glücklich sind. Diese Frage kann ich leider nicht so einfach beantworten. Aber ich kann sagen, dass ich wie Deutsche im Alltag immer ohne Hintergedanken und voller Freude lachen möchte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen lustigen Abend. Dankeschön. Als nächstes spricht Mao Tateno zum Thema Wohin bringt mich Deutsch? Bitte. Ich habe keine Lust, Fremdsprache zu lernen, habe ich als Oberschülerin gedacht. Ich wollte nicht Englisch kennen und die ganze Zeit auf dieser Insel bleiben. Vor den Augen aussehen und dass die Orte, die man physisch auch geistig bereisen kann, sich vermehren. Ich glaube, Deutsch wird mich noch weiterbringen, als ich mir vorgestellt habe. Vielen Dank. Nun kommt Seiji Uematsu. Er spricht über das Thema 478 pro Tag. Bitte. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Seiji Uematsu. 478 pro Tag. Kennen Sie die Bedeutung dieser Zahl? Sie stellt die durchschnittlich pro Tag gestohlenen Katzen und Hunde in Japan dar, um jede Halter für Haustiere geeigneter zu machen. Wir müssen uns bemühen, den Menschen und das Tier zu einer Familie werden zu lassen. Vielen Dank für Aufmerksamkeit. Jetzt spricht Yukako Kitase mit Vielfalt und Vieldeutigkeit von Identität, Deutschland und Japan im Vergleich. Bitte. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Yukako Kitase. Bevor ich meinen Vortrag beginne, möchte ich Sie bitten, über zwei Fragen nachzudenken. Und zwar, woher komme ich und wer bin ich eigentlich? Ich wünsche, dass eines Tages die Zeit kommt, wenn wir Vielfalt und Vieldeutigkeit von Identität akzeptieren
und sich alle über ihre Identität mit Stolz äußern können, so wie meine beiden Freundinnen in Deutschland. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nun haben wir Saki Nakata zum Thema Zeit, um meinen Weg finden zu können. Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Saki Nakata. Mein Thema ist Zeit, um meinen Weg finden zu können. Viele japanische Studenten beginnen die Arbeitssuche im Dezember ihres dritten Oberschuljahres, bisher in der Lage selbst und mit Verantwortung zu entscheiden. So können wir dann unseren eigenen Weg finden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes spricht Yukiko Kawasaki mit einer Welt mit lachenden Menschen. Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Yukiko Kawasaki und ich lerne Deutsch an der Kansai-Gakuin-Universität. Unser Alltag, so wie er ist selbstverständlich. Oder etwa nicht. Unsere Familie und unsere Freunde sind immer mit uns. Ich denke, dass wir nur dann eine Welt mit lachenden Menschen erhalten, wenn wir eine Fremdsprache nicht nur für uns selbst lernen, sondern dann auch mit verschiedenen Leuten über Lösungen gegen bürgerliche Probleme sprechen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Jetzt spricht Yuma Oto mit einigen grundlegenden Problemen japanischer Universitäten. Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich gern über einige zentrale Aufgaben japanischer Universitäten sprechen. Japanische Universitäten haben heute verschiedene Aufgaben, unter anderem die Internationalisierung und internationale Wettbewerbsfähigkeit Japans zu fördern. Mit den dadurch gewonnenen Mitteln können Studierende und Professoren konzentriert studieren bzw. forschen. Danach sollte Japan sich mit der Internationalität beschäftigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun kommt Chisato Takahashi zum Thema unsere kleine Diplomatie. Bitte. Guten Tag, ich heiße Chisato Takahashi. Mein Vortrag hat den Titel Unsere kleine Diplomatie. Ich habe eine deutsche Freundin, die Japan mag, als eine würdige Vertreterin meines Landes auftrete, als eine Japanerin, die einen guten Eindruck von Japan vermittelt. Vielen Dank. Vor der Pause haben wir jetzt Akira Matsuda und sein Thema ist der Grund, warum ich Fremdsprachen lerne. Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Akira Matsuda. Freut mich. Ich möchte heute über den Grund sprechen, warum ich Fremdsprachen lerne. Noch reichen meine Sprachkenntnisse nicht aus, aber ich möchte noch weiter Fremdsprachen lernen, um anderen in Zukunft helfen zu können. Mir gehen diese verletzten Hände nicht aus dem Kopf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir werden dann gerne wieder fortfahren. Wenn alle wieder aufnahmebereit sind, kommen wir zur nächsten Kandidatin. Yuki Miyata spricht über das Thema Es gibt keinen typischen Deutschen. Bitte. Ich kann mich nicht mit Franzosen verabreden, denn sie verspäten sich immer und regen mich auf. Italiener scheinen fast immer zu optimistisch zu sein. Auf jeden Fall kann ich mit lateinamerikanischen Leuten nicht auskommen. Ich möchte auf die Menschen ohne Vorurteile zugehen und denke, dass dieses der richtige internationale Austausch ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes spricht Shinosuke Ozaki zum Thema Zeig mal deinen Tanz, bitte. Guten Tag. Vor 2 Jahren habe ich einer Deutschen erzählt, dass ich Tankobushi tanzen kann. Gleich hat sie mich gebeten, für sie zu tanzen. Aber ich wollte nicht, weil so viele Leute um mich herum waren. Man sollte einen Ort für die Kommunikation bereiten, der es allen erlaubt, frei zu sprechen. In Deutschland habe ich den Entschluss gefasst, mich dafür einzusetzen. Ich möchte einmal ein Mensch sein, der anderen hilft, sich frei äußern zu können. Vielen Dank. Nun kommt Koki Sueda mit den Begriffen Tenno und Kaiser.
bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Koki Sueda. Ich bin jetzt im 6. Semester an der Universität Kyushu. Deshalb möchte ich weiterhin Deutsch und Englisch intensiv lernen. Wenn ich in der Muttersprache des Gesprächspartners kommuniziere, kann ich sein Denken und Hören besser verstehen und Freundschaft schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es irgendwelche Fragen? Jetzt haben wir Saori Tonomura und ihr Thema ist, warum lernt man Fremdsprachen? Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Saori Tonomura und ich bin Studentin an der Fremdsprachenuniversität Tokio. Ich besuche jetzt das Seminar Völkerrecht und internationale Beziehungen und lerne Deutsch seit 3,5 Jahren. Ich weiß nicht, ob ich durch meine Deutschkenntnisse eine gute Arbeitsstelle bekommen werde oder viel verdienen werde. Ich bin jedoch sicher, dass Deutsch und die Erfahrungen mit dieser Sprache mein Leben sehr bereichern. Vielen Dank. Nun haben wir Nobuaki Minami zum Thema, wie ermöglicht man eine nachhaltige regionale Förderung. Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Nobuaki Minami. Zurzeit befinden sich viele kommunale Verwaltungseinheiten Japans in einer tiefen Krise. Ich sehe eine Chance der nachhaltigen regionalen Förderung in einem solchen langfristigen Prozess im Bereich der Bildung und Erziehung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun kommt Nobuko Wakatsuki. Sie spricht über das Thema deutsche Pünktlichkeit, ein Unterschied zwischen Deutschland und Japan. Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Nobuko Wakatsuki. Ich möchte heute über das Thema deutsche Pünktlichkeit, ein Unterschied zwischen Deutschland und Japan, sprechen. Es geht also nicht nur um das pünktliche Anfangen, sondern auch um das pünktliche Beenden. Nun möchte ich mir des pünktlichen Endes bewusst sein und meine Rede nicht überziehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt spricht Moeko Minami mit Berlin, eine Stadt voller Überraschungen. Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Moeko Minami. Ich studiere BWL an der Universität Matsuyama. Ich denke, die Menschen von Berlin akzeptieren Ausländer. Erleben auch sie viele Seiten von Berlin. Fahren sie nach Berlin und lassen sie sich überraschen. Dankeschön. Nun haben wir Miki Takahashi zum Thema Sprachen in der Krise. Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Miki Takahashi. Es werden momentan auf der ganzen Welt etwa 6.000 bis 7.000 Sprachen gesprochen. Werden sie nicht benutzt oder sind ihre Sprecher bis auf den letzten Stunden, so nennt es die Sprachenwissenschaft. Als nächstes spricht Saki Adachi mit Wieso verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ab letztem September war ich für 10 Monate als Austauschstudentin in Trier. Dort habe ich nicht nur an der Uni, sondern auch im Alltag viel gelernt. Zum Beispiel haben wir einmal eine Party geplant. Dabei ist es nicht immer nötig, sich anzupassen. Aber man kann sich durch diese Relativierung mit Menschen aus anderen Kulturen besser verständigen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nun kommt Keiichiro Shibuya zum Thema, wie eine Kokosnuss meine Welt verändert hat. Bitte. Hoi zusammen. Guten Tag. Mein Name ist Keiichiro Shibuya. Als ich zum Highschool-Schüler wurde, wechselte ich in Studentenwohnheim, wo ich auch heute noch wohne. Nicht, dass es unmöglich wäre, von zu Hause aus die Schule zu besuchen, als hätte es nie ein Gestern gegeben.
Das Zusammenleben scheint so selbstverständlich. Diese Dinge sind es, glaube ich, die mich am meisten faszinieren. Vielen Dank. Als letzte Kandidaten des heutigen Tages hören wir Mami Nishimoto. Lernen erweitert den Horizont. Bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute möchte ich über das Lernen sprechen. Der Titel meines Vortrags lautet Lernen erweitert den Horizont. Im Oktober des Jahres 2014 hat Malala Yousafzai aus Pakistan den Friedensnobelpreis bekommen. Bildung ist ein Grundrecht, zu dem alle Menschen unabhängig von Nationalität, Alter, Geschlecht, Religion und Einkommen Zugang haben müssen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.